Es gibt einen Widerspruch beim Ordnungmachen und dieser lautet wie folgt: Das ultimative Ziel des Aufräumens besteht darin, den Punkt zu erreichen, an dem du überhaupt nicht mehr das Bedürfnis hast, aufräumen zu müssen. Wie du herausfindest, ob du also richtig Ordnung machst, erfährst du in dem heutigen Video. Wie immer findest du die Kapitel in der Videobeschreibung. Hausaufgaben gibt es heute mal keine und die Outtakes gibt es ganz am Ende. Jetzt aber erstmal zur Einleitung. Also dein ganzes Ziel dieses Ordnungmachens und Aufräumens und alles in Ordnung bringen besteht ja eigentlich darin, irgendwann den Punkt zu erreichen, an dem du überhaupt nicht mehr Ordnung machen musst, an dem du überhaupt nicht mehr aufräumen musst. Und ich glaube schon, es gibt ja diese Millionen Ratgeber, es gibt Podcasts, es gibt Videos, es gibt Seminare, es gibt 100.000 Materialien, es gibt Ordnungsboxen, es gibt Systeme. Und ich glaube schon, dass es wichtige Gründe dafür gibt, wenn Menschen die richtig zwanghaft konsumieren. Allerdings halte ich das nicht für sinnvoll. Und wenn du das machst, dieses zwanghaft konsumieren, dann kann ich dir auch nur sagen, es gibt Hoffnung für dich. Aber jetzt kommen wir doch erstmal an den Punkt, welche Arten von Ordnungstypen oder Ordnungsmenschen gibt es denn eigentlich? Die, die Ordnung machen und die, die sich auf die Suche machen und die, die diese ganzen Ratgeber lesen und diese Seminare besuchen. Es gibt zwei Ansätze, wie man sich diesem Thema Ordnung und dass alles in Ordnung ist, wie man sich diesem Thema nähert. Die einen, das sind die, ich nenne es mal die Ordnungsjunkies, die Ordnungssüchtigen. Die Ordnungssüchtigen haben das Gefühl, dass sie alle Bücher lesen müssen, dass sie alle Seminare besuchen müssen, dass sie alle Podcasts kennen müssen. Die sind die, die dann so den sozialen Medien durchscrollen und hier eine Idee und da eine Idee und noch eine Idee und so könnte es noch besser gehen. Also das ist so ein Optimierungswahn tatsächlich. Deshalb auch wirklich Süchtige, die Junkies, die finden dann im Supermarkt ein noch tolleres Ordnungsregal und dann wird da noch verbessert und da noch optimiert. Und die meinen, sie müssen alle Kindheitstraumata bearbeiten, sie müssen einen Ordnungscoach bestellen, sie müssen ihre Chakren öffnen, sie müssen sich an ihre Mondphasen halten, whatsoever. Egal, ob das jetzt real ist oder ob es eingebildet ist. Für den Ordnungssüchtigen ist der Zweck nicht mehr die Ordnung selbst. Vielmehr hat der das Gefühl, dass er jetzt irgendwas verpassen könnte, wenn er nicht den neuesten Ratgeber von Marie Kondo oder die Flylady hat ein drittes Buch rausgebracht oder was auch immer. Der Ordnungssüchtige hat das Gefühl, Hilfe, ich verpasse was, wenn ich das jetzt nicht auch noch lese. Und der hat auch immer so dieses nagende Gefühl, dass es irgendetwas gibt, irgendeine Technik, irgendein Buch, irgendein Werkzeug, irgendeine Methode, irgendein Ordnungssystem, irgendeine Kiste, eine Box, eine was auch immer, irgendetwas, was den nächsten großen Durchbruch bewirken kann. Also der Ordnungssüchtige, der macht sich so auf die Suche nach diesen ganzen Ordnungsmethoden und nach diesen ganzen Aufräummethoden und denkt sich, okay, ich habe sie zwar noch nicht gefunden, aber ich habe da von einer neuen Methode gehört, das mache ich jetzt, weil das bringt jetzt den Durchbruch. Und das kann auch real oder eingebildet sein. Also es kann tatsächlich sein, du findest dann eine Methode, die dir hilft und bei der merkst du, okay, jetzt habe ich es geschafft. Das kann sein, aber ganz oft ist das tatsächlich nur eingebildet. Und dieses Ordnung machen, dieses Aufräumen, das wird für die Süchtigen wie so ein Hobby. Die geben ihr ganzes Geld aus für noch mehr Ordnungsmethoden, für noch mehr Workshops, für noch mehr Bezahlpodcasts, für noch mehr Bücher. Die erzählen das ihren Freunden, sie erzählen ihnen, wie weltbewegend jetzt gerade diese, ach, ich bin jetzt Minimalist geworden und das ist ja so eine tolle Sache, da muss dann die ganze Familie mitziehen. Also diese Ordnungsjunkies, die saugen wirklich so alles auf und die richten auch ihr ganzes Leben nach diesem, ich muss Ordnung machen, ich muss Ordnung machen aus. Und ich gebe auch zu, also natürlich als Ordnungsexperte, es gibt jetzt wirklich schlimmere Dinge, für die du dein Geld ausgeben kannst, so gesehen. Das passt ja auch für viele, muss man wirklich dazu sagen. Jetzt gibt es noch Punkt 2, das sind die ich nenne das mal die Ordnungstouristen. Die Ordnungstouristen, die wollen dann Ordnung machen oder die kommen mit dem Thema Aufräumen in Berührung, wenn sie echt in einer Schieflage sind. Also da ist irgendwas im Leben so richtig massiv schiefgelaufen. Sie haben ihren Job verloren. Oder du lebst, hast eine Trennung hinter dir, du hast dich gerade scheiden lassen oder deine Eltern sind gestorben und du stehst jetzt vor einer Haushaltsauflösung oder du hast eine Familie gegründet oder du bist furchtbar krank geworden. Also da ist wirklich irgendwas, wo du merkst, okay, nee, wenn mich jetzt fragt, es ist überhaupt nichts in Ordnung. Ich muss jetzt irgendwas tun.
Und für diese Ordnungstouristen, das sind dann auch diese ganzen Hilfsmittel, diese Bücher und diese Boxen und diese Seminare, das ist wie so ein Besuch beim Arzt. Also ins Krankenhaus rennst du ja auch nicht rein und sagst so, ach, ich glaube, ich könnte mir jetzt vielleicht ein Bein gebrochen haben, schauen Sie doch mal. Nee, du gehst zum Arzt, wenn du echt ein Problem hast. Und das macht der Ordnungstourist auch. Das heißt, du hast echt große Schmerzen, dich stört wirklich was und jetzt gehst du zu einem Ordnungsexperten oder du schaust dir so ein Video an, weil du sagst, hey, gib mir was, was mir hilft, aus dieser Schieflage rauszukommen und dann ist in Ordnung, dann ist gut. Aber ich brauche jetzt irgendein Mittel, weil ich weiß jetzt gerade nicht mehr weiter. Das ist wie beim Beinbruch. Du brichst dir dann das Bein, dann gehst du ins Krankenhaus, dann kriegst du einen Gips, dann kriegst du Schiene, dann kriegst du Krücken, was weiß ich. Und nach 6 Monaten oder nach einem Jahr oder wann auch immer, dann ist das Ding ausgeheilt. Du kannst wieder normal ohne Probleme laufen und du kannst deinen Alltag wieder ganz normal bewältigen. So. Und so ist es bei den Ordnungstouristen auch. Die haben dann irgendwie ein Problem mit ihrer Ordnung oder sind irgendwie total unorganisiert und dann gehen sie hin und sagen sich, okay, ich brauche jetzt irgendwas, um das zu reparieren, was nicht in Ordnung ist. Dann komme ich wieder auf die Beine und dann kann ich wieder alleine weiterlaufen. Ich persönlich würde jetzt behaupten, dass die Variante 2, die Ordnungstouristen, diese ganzen Tipps und Tricks und Bücher und Hilfsmittel auf eine gesunde Weise verwenden. Und diese Ordnungssüchtigen, diese Ordnungsjunkies, die verwenden diese ganzen Sachen auf eine ungesunde Weise. Weil, denk immer dran, es gibt wirklich diesen paradoxen Punkt, du machst Ordnung oder du willst aufräumen, damit du irgendwann den Punkt erreichst, dass du nicht mehr das Gefühl hast oder dieses Bedürfnis, aufräumen zu müssen. Also irgendwann ist dann mal gut. Und wenn du ständig das Bedürfnis hast, aufräumen zu müssen, wie diese Süchtigen, die wollen sich immer und immer und immer weiter verbessern. Dann endet es in einer Never-Ending-Spirale und sie fühlen sich, je mehr sie lesen, umso unzufriedener und unzulänglicher vor allem finden sie sich. Also du räumst dann auf, du hast eine Aufräummethode gefunden und dann denkst du, nein, das ist noch nicht so das Wahre. Also ich mache das noch nicht so gut. Ich bin noch kein ordentlicher Mensch. Und dann machst du weiter und weiter und weiter und das ist nicht gesund, weil eigentlich ist der Punkt, dass du sagst, du machst dir jetzt einmal so eine Tabula Rasa-Aktion. Du lernst einmal, wie Aufräumen richtig geht und dann ist gut. Dann akzeptierst du dich so, wie du bist. Und das Problem ist ja, dass dir gerade auch viele von diesen Ordnungsfreaks, sage ich mal, die du da im Internet findest, die geben dir ständig das Gefühl, dass mit dir irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich kriege das bei meinen Kunden mit, da kommst du dann hin und ganz oft sagen sie ja auch, ach, ich schäme mich so. Sehen Sie, ich habe mein Leben nicht im Griff. Und das kann ja sein, dass du dein Leben jetzt gerade nicht im Griff hast. Deshalb guckst du dann so ein Video und dann setzt du das um und dann ist gut, dann hast du dein Leben wieder im Griff und dann musst du dich nicht noch die nächsten 10 und 15 Jahre mit diesen Aufräum- und Ordnungstipps und Werkzeugen und sonst was beschäftigen. Das ist, für mich wäre das auch ein Highlight, wenn jemand sagt, boah, geil, ich habe deinen Kanal gefunden, deine Videos sind so cool, wenn du ihn noch nicht abonniert hast, dann lass ein Abo da, denk dran, dann helfen dir diese Videos weiter. Und wenn du mir dann sagst, nach einem Jahr, ach, Frau Ludwig, du, ich habe jetzt deine Videos erst mal durch, ich glaube, ich komme jetzt alleine klar. Und dann musst du mich ja nicht entabonnieren, aber du kannst vielleicht, kommt ja immer mal wieder irgendwann ein Video, wo du sagst, ach, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, ja, das interessiert mich mal. Und wenn nicht, dann ist auch gut. Aber das Wichtige ist, dass du wirklich lernst, es ist dann okay. Du kannst die Videos hören. Es gibt viele, die hören diese Videos so podcastmäßig nebenher beim Aufräumen. Und mein Ziel ist eigentlich, das kannst du ja mal 2, 3, 4 Monate machen. Und dann hoffe ich, dass du meine Videos nicht mehr nebenher anhören musst. Weil dann hoffe ich, dass du einfach zufrieden mit dem Status bist, den du jetzt erreicht hast. Und dass du sagst, ich brauche die Olle Ludwig nicht mehr, es ist alles in Ordnung. Weil, wenn du da mal drauf achtest, ich erzähle ja auch immer, ich mache eine Morgenroutine und du rutschst in eine wirklich giftige Negativspirale, wenn du dir das nicht bewusst machst. Das Thema ist dann nämlich, jetzt hörst du dir meine Videos an. Jetzt kaufst du dir noch ein Marie Kondo-Buch oder eine Fly Lady. Du kaufst dir schöne Ordnungsboxen. Du hast dann ein System. Und dann fängst du an, wenn du dann nicht aufhörst, dann beginnst du dich immer weiter in so einer Spirale zu enden. Das heißt, du sagst dann, ja, die Frau Ludwig hat gesagt, eine Morgenroutine, die steht ja auch immer um 5 Uhr auf. Okay, dann stehst du um 5 Uhr auf. Dann beginnst du keinen Kaffee, sondern Wasser zu trinken. Dann fängst du an, Tagebücher zu schreiben, Erfolgsjournale und sonst was. Alles schön und gut. Dann fängst du an, die Kinder zu wecken und dann kommt auf einmal dieses,
Habe ich die Kinder jetzt eigentlich richtig geweckt? Ja, ich weiß ja auch nicht. Dann besorgst du dir 22 Erziehungsratgeber und liest nach, mache ich das eigentlich richtig mit meinen Kindern? Oh Gott, hoffentlich haben die jetzt, die kriegen jetzt bestimmt ein Kindheitstrauma, weil ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Oh, ich sollte mal so einen Seminar besuchen zum Thema Kindererziehung. Wie mache ich das eigentlich richtig? Und wie bringe ich das denen eigentlich bei? Und dann hängst du in so einer Ich bin nicht gut genug Spirale. Und das, liebe Lady, ist nicht gut. Deshalb, wann hört das Ganze auf? Dieses ganze Aufräumratgeber lesen, Ordnungsvideos gucken, wann hört es auf? Ich kann dir eines sagen, das hört nie auf. Es hört erst dann auf, wenn du entscheidest, jetzt ist gut. Die Ludwig, die hat recht. Ich habe immer recht. Das war das letzte Video, was ich von der geguckt habe. Vielen herzlichen Dank für alle anderen Tipps. Aber es stimmt. Ich bin jetzt eigentlich da an einem Punkt, an dem ich sagen kann, mein Bein ist wieder geheilt, die Schiene ist wieder weg, die Reha ist vorbei, ich kann wieder laufen. Also dein Wohnzimmer ist aufgeräumt, die Küche ist aufgeräumt, der Keller ist einmal durchsortiert, es geht, dann brauchst du diese ganzen Tipps und Tricks nicht. Also hört mit diesem Selbstoptimierungswahn im Bereich der Ordnung echt auf. Meine Videos könnt ihr sehr gerne weiterempfehlen. Es freut mich, wenn ihr sie weiterempfehlt. Es freut mich natürlich, wenn ihr sie schaut. Aber empfehlt sie wirklich an die Menschen, von denen ihr wisst, okay, die sind jetzt echt in so einer Schieflage. Und vielleicht hilft das ein oder andere Video von der Ludwig, dieser Person, da wieder rauszukommen. Und wenn sie dann da draußen ist, ja, dann kommt der nächste. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, natürlich, du hängst wirklich in dieser Tieflage, du bist noch an diesem Punkt ganz vorne und du sagst, ich kann das nicht alleine. Ich sage das gerne nochmal, du kannst mich auch buchen. Ich fahre von Norddeutschland bis nach Holland, bis in die Schweiz, bis nach Österreich. Ich fahre überall hin. Das ist einfach nur eine organisatorische und eine Kostenfrage natürlich. Es gibt immer ein kostenloses Erstgespräch. 30 Minuten lang unterhalten wir uns mal direkt per Telefon oder per Zoom. Du kannst mir dann schon zeigen, wie es bei dir aussieht oder was halt generell dein Problem ist. Und dann sprechen wir darüber und dann kann ich dir ein Angebot machen, wie ich das Ganze umsetzen würde. Und auch da, mein größtes Lob ist eigentlich, ich komme dann ein, zwei, dreimal zu dir und dann sage ich, super, jetzt habe ich mich ja eigentlich habe ich mir meinen Job jetzt selber abgegraben, weil jetzt ist hier so eine Grundordnung, das kriegst du jetzt alleine hin. Brauchst mich nicht mehr. Und dann habe ich wieder Zeit für den nächsten, der jetzt gerade erst am Anfang ist. Und das möchte ich dir einfach in diesem heutigen Video mitgeben. So geht richtig Ordnung machen. Du machst es in meinen Augen einmal, dann schaffst du dir eine Grundordnung, dann akzeptierst du, ganz, ganz wichtig, es ist jetzt okay. Nicht immer noch weiter und noch weiter und noch weiter. Deabonniere wirklich auch solche Kanäle. Ich habe das auch irgendwann gemacht. Ich habe gesagt, nein, also ich bin jetzt mit diesem Thema, mit dem ich hatte so ein Riesenthema und habe ich gesagt, und damit bin ich jetzt fertig. Und damit dieser Algorithmus mir dann nicht auch ständig diese Videos vorschlägt, habe ich sie halt entabonniert. Wie gesagt, ihr solltet meinen Kanal jetzt nicht alle da abonnieren, aber empfehlt ihn ruhig weiter an andere Leute, die das nötig haben. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen sonnigen Resttag. Es ist Freitag. Ich hoffe, dass ich dieses Video noch rechtzeitig geschnitten kriege. Ich habe jetzt gleich noch einen Online-Kundentermin. Auch sowas mache ich. Und dann sehen wir uns in alter Frische nächste Woche wieder. Aber sei ein bisschen entspannt. Genieß dein Wochenende. Räum vielleicht ein bisschen auf. Aber du brauchst keine 85.000 Ratgeber. Und wie bei dem Thema Glück, ist es auch beim Thema Aufräumen. Der einzige Weg, wirklich da anzukommen, dass man sagt, ja, es ist alles in Ordnung, besteht eigentlich darin, nee, so. Für den Ordnungssüchtigen ist der Zweck der Ordnung, also der nee, Quatsch, hier, ich habe noch was vergessen. Cut. Und dann hoffe ich, dass du meine Videos nicht mehr nebenher aufräumen musst. Und dann hoffe ich, dass du meine Videos nicht mehr nebenher an Und dann hoffe ich, dass du meine Videos nicht mehr nebenher anhören musst.